Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir war ein langer Tag mit Einkochen, weil ich habe heute auch ein Kürbis-Gemüsesuppe eingekocht. So eine Cremesuppe, schaut ihr, wie so aussieht, für Winter. Und wenn man so einen großen Kürbis erntet und einmal ihn einschneidet, dann muss er in die nächsten Tage verbraucht werden, weil er kann anfangen zu schimmeln und wird so verschrumpelt. Deswegen kann man so nicht lange warten. Und deswegen habe ich gedacht, warum koche ich mir nicht einfach eine leckere Suppe für Winter? Dann koche ich heute ein und zeige auch euch, wie ich es gemacht habe. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für diese Suppe habe ich folgende Zutaten vorbereitet. Schon klein gehackt Zwiebel mit so einem kleinen Messer. Sellerie, Knollensellerie, schon auch in kleine Stücke geschnitten. Möhren in so eine Scheibe. Puri habe ich vor ein paar Wochen mein Puri rausgeholt im Garten und portionsweise so für 500 Gramm mir so eine Beutel angefroren und nehme ich dann 500 Gramm Puri dazu. Öl brauchen wir ein bisschen den Zwiebel- und Tomatenmark anbraten. Eine große Knolle Knoblauch. Ihr könnt auch weniger nehmen, wenn ihr das nicht mögt. Dann ein Stückchen Ingwer. Es kann man so zwischen 3 und 5 cm nehmen. Es kommt darauf, wie ihr das mögt. Ich mag bei den Kürbissuppe immer mache ich ein Stückchen Ingwer. Chili für die Schärfe. Dann so eine kleine Döschen Tomatenmark. Ich nehme gerne von Mutti, aber ist keine Werbung. Ich meine, mache keine da Kooperation. Und natürlich Kürbis. Kürbis habe ich auch schon in den Würfel geschnitten. Und ich könnte dann später mein großes Rezept natürlich auch verkleinern, wenn ihr wollt nur die Hälfte machen oder ihr nehmt so nur ein Kilo von den Kürbis und dann passt ihr diese Menge einfach dazu. Weil ich mache so, dass das wird diese ganze Menge gut geteilt, dass ihr für ein Kilo könnt ausrechnen. Für die Brühe, wir müssen dann danach Wasser geben. Ich mache einfach eine Tasse von meiner Gemüsebrühe, so ein paar Löffel da rein mit heißem Wasser übergießen und das ein bisschen aufquellen und gebe dazu. Von den Gewürzen könnt ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack mal was dazu geben. Ich gebe dann einfach zum Schluss den schwarzen Pfeffer, dann Muskatnuss und ich habe jetzt auf Herbstmarkt neue Gewürze mir geholt. Currygewürz, aber so ein mit Habanero. Das ist schön scharf, muss man dann aufpassen, nicht zu viel machen. So, jetzt gehen wir ans Herd und fangen wir dann unsere Suppe zu kochen. Als erstes nehmen wir uns einen großen Topf, stellen wir an den Herd und geben wieder Öl. Ich nehme für meine Menge 100 ml. Aber liebe Freunde, die Zutatenliste steht immer unten in der Beschreibung unter jedem Video. Lassen wir erstmal Öl aufhitzen. Und wenn dann schon Öl heiß ist, geben wir Zwiebel rein. Und werden die Zwiebel etwas anrösten, dass er seine Röstaroma gibt. Aber nicht schwarz machen, bitte. So, nach ein paar Minuten, schaut ihr, die fängt schon ein bisschen anbraten. Ja? Da kommt dann auch dieses schöne Röstaroma von Zwiebeln. Jetzt können wir geben, wenn ihr das mögt, unsere Ingwer, was wir klein geschnitten haben, verrühren. In die Mitte mache ich einfach so ein bisschen frei und gebe da in die Mitte jetzt Tomatenmark. Tomatenmark gibt etwas Säuregehalt in unserer Einkochkuchen und auch Farbe und Geschmack. Eventuell kann man auch frische Tomaten machen. Nur würde ich euch raten, dass ihr dann Haut abmacht und vielleicht auch die Samen. So, kurz noch umrühren und mit anbraten. So, jetzt kommt auch den Lauch
dazu. Knoblauch habe ich nur einfach grob gehackt. Die Sellerie, Möhren, etwas verrühren wir. Spüle meine Döschen aus von der rechts von der Tomatenmark und gebe auch dazu. Dann gebe ich jetzt auch noch meine Gemüsebrühe. Habe ich 3 Teelöffel genommen für diese Mehle. Mit kochen heißem Wasser habe ich gegessen und ein bisschen so aufquellen lassen. Und geben wir gleich 1 Esslöffel Salz oder kann man sogar 1,5 geben für so einen großen Topf. Nochmal umrühren. Und jetzt kommen die Kürbiswürfel rein. Und jetzt müssen wir so viel Wasser dazu geben, dass die Kürbisse stehen im Wasser, aber nicht das Wasser über die Kürbisse steht. Wir können immer noch abgekochtes Wasser später dazu geben, wenn wir dann pürieren, dass wir sozusagen unsere Suppe nicht zu dünn machen. So, ich messe es ab. Das ungefähr kann ich euch sagen, wie viel Wasser habe ich jetzt zu meinem Gericht gegeben. Ich nehme gleich heißes Wasser aus dem Wasserkocher. So, noch ein bisschen muss ich mir vorkochen und dazu geben. Aber mache jetzt schon den Deckel drauf. Und sollen wir jetzt unsere Gemüse so lange kochen, es kommt darauf, wie viel wir kochen. Ich habe den Topf, wenn bis oben hin ist, 11 Liter, sonst ungefähr so 10 Liter kann ich hier Suppe kochen. Dann kommt es unterschiedlich, ob ihr 1 Kilo kocht oder ich 4 Kilo kochen. Deswegen musst du mal probieren, dass alle Gemüse sollen schön weich sein. Weil diese Suppe wollen wir einkochen für Winter, deswegen muss alles schön durchgekocht sein, bevor es in die Gläser kommt. So, unsere Gemüse fast kochen. Schaut, ich habe noch ganz bisschen Wasser dazu gegeben, ungefähr so 200 Milliliter, mehr nicht. Und jetzt machen wir noch so ein Gewürzsäckchen. Ich verwende immer die Teebeutel und gebe da jetzt den Loberblatt. Meine sind ziemlich klein, deswegen für diese Mähne nehme ich 4 Stück. Dann so ein Stückchen Chili-Schoten. Und dann von den frischen Gewürzkräutern kann man was nehmen. Ich habe 1 kleiner Zweig von Rosmarin und 3 kleine Zweige von den Zitronentymian reingemacht. Die Gewürze, liebe Freunde, nach eurem eigenen Geschmack, wie es das schmeckt ungefähr. Und dann noch dazu 1 Teelöffel von den Pfefferkörnern. Ich habe die bunte Pfefferkörner genommen. So, jetzt machen wir das zu und machen wir mit dem Zahnstocher einfach fest. Und dann, wenn wir fertig gekocht haben, dann holen wir ihn raus. Sonst, wenn in so viele Gemüse werden, diese Kräuter da schwimmen, werden wir die nicht finden und müssen wir dann alles pürieren. Grabe ich jetzt hier in die Mitte rein, so, und lasse das alles kochen. Weil mir 1 Kilo von dem Kürbis nicht reingepasst noch hier, koche ich diese Kilo einfach im Salzwasser nebenbei hier auf die andere Herdplatte. Weil ich möchte unbedingt für 4 Kilo Kürbis Suppe einkochen. Aber mein 11 Liter Topf hat das doch nicht gereicht. Bis unsere Suppe kocht, können wir aber schon unsere Gläser vorbereiten. Meine Gläser waren die schon auch in Geschirrspüle. Und dann mache ich immer Deckel drauf und lagere im Keller, aber in die Kisten, wo wirklich kein Staub, nichts kommt. Wenn ich dann aus der Kiste raushole, ich mache die nicht nochmal in Geschirrspüle, sondern koche ich Wasser im Wasserkocher und gieße in den Glas, aber auch auf den Rand von meinem Glas kochen heißes Wasser. Auch gieße ich hier daneben in den Deckel Wasser rein. So, dann, weil ich heute
viel Gläser mache, das ist dann mir umständlich, alles hier so zu aufstellen, werde ich erstmal den Deckel zu machen. Heiß so schütteln, gebe ich dieses Wasser in andere Glas. Den Deckel geht in Topfchen, in welche mache ich dann auch heißes Wasser. Aber den Glas stelle ich in den Backofen. Backofen kann man anmachen zwischen 120, 150 Grad. Stelle ich einfach auf den Gitter in meinen Backofen und mache ungefähr so 10, 15 Minuten. Danach schalte ich meinen Backofen aus, aber die Gläser bleiben im Backofen. Wenn meine Suppe fertig wird gekocht und ich dann fülle meine heiße Suppe in die Gläser, meine Gläser sind immer noch heiß. Jetzt bereiten wir erstmal unsere Gläser vor. So, meine Gemüse köcheln schon 40 Minuten. Naja, wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr großen Topf. Immer zwischendurch habe ich umgerührt und natürlich getestet, wie weich sind meine Gemüse. Die Gemüse sollte wirklich weich werden, dass wir die können so durchdrücken. So, jetzt suche ich meinen Beutel erstmal hier raus mit den Gewürzen und holen wir jetzt eben aus dem Topf raus, dass wir ihn nicht mitpolieren. Und erstmal noch auch würzen. Können wir gleich probieren und immer saubere Löffel nehmen. Wie schmeckt jetzt die Brühe von dieser Suppe? Es fehlt Salz. Gebt ihr Salz nach eurem eigenen Geschmack. Und liebe Freunde, nehmt ihr kein iodiertes Salz. Nehmt ihr lieber so ein Steinsalz. Ich mag gerne beim Einkochen diese Ursalz. Hat er mich noch nicht im Stich gelassen. Alles war gut. Ich gebe noch wahrscheinlich einen halben Esslöffel. Aber liebe Freunde, bitte nach Geschmack. Dann schwarze Pfeffer. Schwarze Pfeffer nicht zu viel reingeben, weil er wird so nachwürzen. Als Lena ja steht, wird immer nachgewürzt. Bisschen von Muskatnuss, das mag ich sehr gerne bei dem Kürbis. Und wie gesagt, noch die Curry Habanero. Ich gebe erstmal einen Teelöffel. Dann rühre ich erstmal alles ein und dann probiere ich. Und wenn es wenig, dann kann ich immer dazu geben. Lieber noch mal einmal nachwürzen, als mal überwürzen. Diese Suppe kann man nicht nur einfach noch mit Gemüsebrühe kochen, sondern auch kann man Hühnerbrühe nehmen oder Fleischbrühe nehmen. Dann schmeckt das noch besser. Noch kurz aufkochen und wieder mal probieren. Mit einem sauberen Löffel. Oh ja! Ein Teelöffel von diesem Curry Habanero. Oh je, hoffentlich wird es nicht zu scharf. So, jetzt können wir das alles polieren. Ich habe auch in mein anderes Töpfchen mein Kürbis vorgekocht und den werde ich mit dem Schaumlöffel ohne Flüssigkeit dazu geben. So, jetzt passt dann alles rein. Und das Wasser von diesem Kürbis kann ich erstmal an die Seite stellen und dann mal schauen, wenn es jetzt die Suppe mir zu dick, kann ich gleich diese Kürbiswasser dazu geben. So, ein sehr großer Topf. Wenn ein Gläschen aufmacht, dann kann man es immer noch verfeinern oder kocht mal Kartoffeln und püriert ihn und gibt in diese Suppe oder gibt mal Kokosmilch. Dazu schmeckt auch sehr lecker mit dem Kürbis. Da kann man Schmand dazu geben oder Creme fraiche. Es ist wirklich danach, später kann man immer aufpeppen, diese Suppe. Oder sogar zum Beispiel, wenn ihr Eintopfe macht und da so ein Gläschen von so einer pürierten Suppe dazu geben, auch sehr perfekt. So, jetzt werde ich mein Herd ausmachen und werde die Suppe pürieren. So, jetzt geht es los. Aber bitte sehr, sehr vorsichtig. So, die Suppe habe ich püriert. Schaut ihr, es ist relativ wirklich eine dicke Suppe. Deswegen habe ich mich entschlossen, das Wasser von dem Kürbis, was ich vorgekocht habe, auch einen Teil dazu geben.
Obwohl es ist auch nicht schlimm, wenn die Suppe dick ist, dann, wenn man aufmacht, kann man immer noch ein bisschen mit Brühe oder in den Punkt hat man vielleicht Fleisch gekocht und hat Fleischbrühe, kann man dazu geben und nach Geschmack dann die verdünnen. Oder andersrum, wenn die Suppe ein bisschen zu dünn geworden, kann man dann später mit dem Kartoffelmehl andicken oder Mehlschwitze macht und dazu gibt. Es ist eigentlich wirklich sehr gut anwendbar. Ich sehe, dass ich noch ein paar Stückchen habe. Den püriere nochmal und dann fülle ich schon in die Gläser rein. So, unsere Suppe ist fertig. Die Gläser aus dem Backofen auch sehr heiß, sind auch fertig. Die Deckel sind abgekocht. Jetzt können wir abfüllen unsere Suppe. Abfüllen ungefähr so mindestens so breit eures Fingers. Ja, so 1 cm von oben nach unten soll frei sein, weil die Suppe muss nochmal angekocht werden. Heiße gut in heiße Gläser. Und wenn wir jetzt in einen Kochautomat stellen oder wenn er wird in so einen Topf im Wasserbad einkochen, muss der auch eine so ziemlich heißes Wasser, nicht kochen heiße, aber heißes Wasser nehmen, dass eure Gläser nicht platzen. Es ist etwas dickere Suppe, aber es ist nicht schlimm. Kann man immer noch verdünnen, wenn wir das aufmachen. So sieht es aus. Jetzt holen wir uns den Deckel raus. Bevor wir Deckel fest zudrehen, wenn eure Suppe genauso zum Beispiel dick wie meine ist, schaut ihr bitte, dass im Glas kein Luft ist. Wie zum Beispiel hier, kommt mir vor, das ist eine Luftblase und die muss mal rausnehmen. Einfach sauberes Stäbchen so nehmen und fertig. So, alles gut, fest zudrehen und dann kann man gleich in den Einkochautomat reinstellen und unten soll auch schon heißes Wasser sein. So, ich fülle jetzt erstmal meine Suppe in die Gläser auf und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Freunde, schaut ihr. Unten muss unbedingt Gitter sein. Wenn ihr keine Gitter habt, dann natürlich einen Lappen drunter machen. Und hier habe ich schon Wasser, die ist heiß, von Wasserhahn, so wie das Wasserhahn gibt. Und jetzt diese heiße Gläser gehen die in den Einkocher in heißes Wasser. So, liebe Freunde, den Kürbissuppe habe ich abgefüllt. 2 Gläschen sind mir noch übrig geblieben. Hier habe ich jetzt Wasser so viel aufgefüllt, dass meine diese höchste Gläser, das sind die Flaschen, stehen 2/3 im heißen Wasser. Jetzt einfach Deckel zu. Ach ja, noch ein bisschen Essig müssen wir reinmachen, dass unsere Gläser von der kalkigen Wasser nicht so weiß sind. So 2 Esslöffel reicht das schon. Deckel zu und stellen wir unsere jetzt Suppe bei 100 Grad 2 Stunden einkochen. So steht es in der Tabelle von dem Weg. So mache ich auch. So, es sind jetzt 2 Stunden vorbei. Habe ich meinen Einkocher jetzt ausgemacht und holen wir unsere Gläser raus. Dafür am besten so ein Glasheber nehmen. Dann kann man schön die Gläser rausnehmen. Und unbedingt auf eine Unterlage stellen, nicht auf die kalte Tischplatte. Die Deckel sind jetzt alle nach oben gewölbt. Aber wenn die werden jetzt abgekühlt, dann werdet ihr immer hören, wie die Deckel gehen rein und knacken. Ich lasse dann diese Gläser hier über Nacht abkühlen und morgen dann gehen die in den Keller. Wenn ihr das am Tage macht, dann sollt ihr aufpassen, dass keine Fenster sind offen, weil angekochte Gläser mögen keinen Zug. Sozusagen zugfrei abgekühlt sollen sein.
So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns leckere Gemüse-Kürbis-Cremesuppe angekocht. Und die zwei Gläschen, welche nicht reingepasst mir bei dem Einkochautomat, habe ich einfach 45 Minuten im Topf, im Wasserbad angekocht. Und eingeht einfach als Test und mal schauen, ob 45 Minuten reicht zum Einkochen oder doch 2 Stunden. Und andere essen wir dann in den nächsten Tagen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Vorraten machen. So, liebe Freunde, ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann lassen Sie Ihre Abo da. Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.